keine Mauer zu errichten. Modellbahnfreunde, seit dem letzten Video hat mein Dienstrahmen nun endlich seinen neuen Anstrich bekommen. Schon mal zwei analoge Bilder ausgedruckt. Und den roten Riesen aufgehängt. Da sollen dann noch mehrere hinkommen. Und noch einen kleinen Monitor habe ich mir geleistet, damit ich nicht immer umschalten muss und weiß, was im Schattenbahnhof los ist. Und bevor ich meine ganzen Lokomotiven und Wagen wieder in die Vitrine stelle, habe ich sie mir alle einzeln angefangen aufzuschreiben. Die Nummern und die Besonderheiten, Alterung oder Ladung, Erleuchtung. Außerdem habe ich meinen WD-10 rausgebaut und habe ihn durch einen ISU-Signalpiloten ersetzt, der von der Funktionalität her den WD-10 um Längen schlägt. Da brauche ich allerdings dann für mein drittes Lichtsignal noch einen. Für das zweite Ausfahrsignal habe ich das Ersatzrot geschaltet.
Hier auf der Anlage gibt es kleinere Veränderungen. Ich habe schon mal angefangen, das Tunnelportal ein bisschen zu gestalten mit Moos. Eine Pfeiftafel aufgestellt, Rangierweg hingemacht zum Hauptsignal. Spannwerk habe ich hingestellt. Eine kleine Scheune. Ein paar Mauern schon gestaltet. Hier hatte ich noch ein Feld, Getreidefeld übrig von der alten Anlage, das habe ich geteilt, auf die eine Seite gestellt. Und eben schon mal einen Fahrplan gemacht. Mit einem Personenzug, einem Güterzug und die Rangierlok. Soll hier oben Pendelfahrten ausführen. Dafür habe ich jetzt mal die 106er genommen, weil die 102er und meine 110er sind zum Altern und bekommen neue Nummern. Und meine 64er ist zur Reparatur und zum Altern.